Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen ja am Karnevals-Faschings-Samstag. Es ist heute im Grunde ja schon die erste Woche wieder im Februar herum und ich kann es immer nur wieder sagen, ich finde, im Winter vergeht die Zeit unglaublich schnell. Diese Woche war eine sehr stürmische Woche. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war es nachts sehr, sehr, sehr stürmisch. Und es hat viele Stunden Schlaf gekostet, weil ich immer wieder auf war, immer wieder irgendwie durch Krach, durch den Sturm, immer wieder dachte, mein Haus hebt gleich ab. So erschrocken bin, dass ich nicht mehr so gut einschlafen konnte und ich war durchweg eigentlich die ganze Woche müde. Also total erschöpft. Man merkt wirklich, ich bin ja jemand, der, ich sag so, im Durchschnitt 5,5-6 Stunden schläft, circa. Und ich brauche diese Stunden und das ist ja wirklich schon sehr wenig, aber ich bin damit eigentlich absolut zufrieden. Mir reicht das im Normalfall. Aber wenn das runtergekürzt wird, dann merkt man natürlich, da läuft man wirklich wie auf dem Zahnfleisch. Es tat mir diese Woche nicht so gut. Ich war dann wirklich ziemlich kaputt. Es hat sich alles dann so hingezogen und man hatte dann auch nicht so die große Lust auf irgendwas diese Woche. Nichtsdestotrotz war natürlich ein bisschen Fasching und gestern ein bisschen Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Ich mag diese Karnevalsstimmung sehr gerne, aber bei uns in der Region gibt es da halt nicht wirklich sehr, sehr viel davon. Und ich mag das aber einfach so ein bisschen da mit zu schunkeln und zu lachen und das hat mir ganz gut gefallen. Also die Woche war sehr stürmisch, das kann man wirklich nur so sagen. Aber sie war lesetechnisch auch sehr schön. Es sind auch ein paar Neuzugänge bei mir eingegangen, ein paar Rezi-Bücher, die ich euch heute einfach mal in die Kamera halte. Aber ja, ich habe zwei Bücher komplett gelesen und zwar Lieblingsmomente von Adriana Popescu. Das habe ich an einem Tag durchgesuchtet und das zweite Buch ist ein E-Book, Die 13. Fee. Und ihr findet unten natürlich in der Infobox, wann es mit den Büchern jeweils sozusagen losgeht. Und begonnen zu lesen habe ich dann am Donnerstag Die Traumknüpfer von Caroline Wahl. Wie man sieht, bin ich aber noch nicht sehr weit. Ich glaube jetzt auf Seite 70. Und das lese ich zusammen in der Leserunde von Lovely Books. Da werde ich nur ganz kurz heute drauf eingehen. Darüber berichte ich dann natürlich in der nächsten Woche ein bisschen größer. Aber ich denke, wir starten jetzt mit den Lieblingsmomenten von Adriana Popescu. Ich muss ehrlich gestehen, irgendwie ist dieses Buch und ist diese Autorin an mir vorbeigegangen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil das Cover so ein bisschen unscheinbar aussieht. Aber ich habe das Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen von der lieben Miriam vom Kanal MJ Liest. Ihr findet sie natürlich in der Infobox. Vielen lieben Dank nochmal für das Geburtstagsgeschenk. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es ist nämlich ihr Lieblingsbuch und ihr Highlight aus dem letzten Jahr. Und bei Lieblingsmomenten hat man ja schon so fast ein bisschen Eindruck, da kommt etwas mit viel Gefühl, mit viel Leidenschaft und mit viel Liebe sozusagen daher. Erschienen im Piper Verlag, hat 377 Seiten und kostet als Taschenbuch 9,99 €. Es gibt einen Fortsetzungsband, Lieblingsgefühle, glaube ich. Man könnte den Band jetzt aber auch hier einfach so stehen lassen. Er hat keinen extremen Cliffhanger. Die Geschichte ist im Grunde mehr oder weniger beendet. Es ist aber auf jeden Fall schön, glaube ich, wenn man auch in das zweite Buch eintauchen kann. Aber um was geht es? Ja, wir haben hier die Geschichte von Leila und von Tristan. Wunderschöne Namen. Bei Leila habe ich direkt an ein Lied gedacht von, und ich habe es wieder vergessen, wer ihn gesungen hat, war es Eric Clapton. Wo ich dachte, das habe ich früher unglaublich gerne gehört. Ich hatte auch eine Freundin, die Leila hieß, allerdings ein bisschen anders geschrieben wurde. Und das war immer ein ganz besonderes Highlight, wenn dann der Song lief. Und Tristan ist auch ein sehr schöner Name, den man ja zum Beispiel aus von Wagner... war das Tristan und nicht so? Ist das Wagner? Ja, ich glaube schon, oder? Berichtigt mich, wenn ihr es besser wisst. Doch, ich glaube, es war Wagner. So kennt oder dann eben aus anderen Filmen, Büchern. Und das Schöne war schon so der erste Schmunzelmoment, ist, dass Leila eben genauso reagiert wie ich und sagt, das ist ein Name, den ich eigentlich nur aus Büchern kenne. Und das fand ich super, super schön. Aber ich schweife jetzt schon ab. Ja, also wir haben hier Leila, die zusammen mit ihrem Freund Olli zusammenlebt und sie ist Fotografin. Sie macht Fotos auf Partys, auf Veranstaltungen und ist selbstständig. Olli ist so ein karrieregeiler Workaholic, wie man ihn sich
teilweise wirklich in dem Alter auch tatsächlich so vorstellen kann, wo man auch selbst vielleicht im Bekannten- und Freundeskreis immer so ein Exemplar im Grunde hat. Also nichts gegen karrieregeile Workaholiker, aber wenn man es einfach nicht ist, dann ist das manchmal schon ein bisschen anstrengend. Er nimmt sie nicht so richtig für voll, weil er halt sagt, ja, so ein bisschen was verdienst du damit, aber das ist halt nicht wirklich jetzt irgendwie so das super-duper Karriere-Ding. Und sie fühlt sich da so ein bisschen in der Beziehung nach hinten versetzt und er ist halt so der große Macker, sag ich jetzt mal, und ja, ist auch ein sehr unsympathischer Kerl, wie ich finde. Sie trifft dann auf Tristan während einer Party und sie unterhalten sich und irgendwie geht er ihr nicht mehr aus dem Kopf und er löst eben Gefühle in ihr aus, die sie eigentlich bei Olli dann auch vermisst. Doch beiden wird relativ schnell klar, dass auch hinter Tristan irgendwie ein Geheimnis steht und es eigentlich nicht möglich ist, dass beide jetzt so in dem Zeitpunkt zusammen sind. Und sie entdecken dann eben Lieblingsmomente, die sie gemeinsam erleben und ja, sammeln diese Lieblingsmomente sozusagen miteinander. Und durch diese etwas verzwickte Situation, dass eben Layla in einer Beziehung ist und vielleicht sogar Tristan, man weiß es anfangs nicht so recht, ja, kommen eben beide nicht so zusammen, aber Tristan öffnet eben Layla die Augen, was für eine tolle Fotografin sie ist und dass sie diesen Weg auf jeden Fall gehen soll. Es gibt eine wunderbare beste Freundin an Laylas Seite, da schaue ich jetzt den Namen, Becky, oh meine Güte, ich habe es echt nicht mit Namen. Ja, die liebe Becky ist so das typische Partygirl, wie ich finde. Eine super lustige, liebe, flippige, mit wunderbaren Sprüchen auf den Lippen. Und ich mochte die Charaktere unglaublich gerne. Überhaupt sind die Protagonisten in dem Buch sehr tief beschrieben. Man bekommt einen ganz, ganz tollen Einblick, gerade in das Leben von Layla. Und ich fand das wunderbar. Also die Tiefe der Geschichte, die aber dennoch so viel Leichtigkeit ausstrahlt. Ich glaube, dass das wirklich schon eine Kunst ist, dass man ganz tiefe Gefühle beschreibt, sie aber wunderbar leicht schwingen sozusagen lässt. Und man damit wirklich eine wunderbare Stimmung zaubert. Also die Stimmung fand ich ganz, ganz toll in diesem Buch. Ich war da richtig gefangen und gefesselt und habe mich so durch diese Geschichte einfach tragen lassen und war einfach mit dabei. Ich fand das sehr, sehr gelungen. Mir hat auch wirklich diese Lebendigkeit, dieses Bunte, was sich so in meinem Kopf abgespielt hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Gefühle immer richtig toll ausgelebt, man hatte tiefe Gefühle, berührende, man hatte traurige Momente, man hatte unglaublich lustige zum Schmunzeln Momente. Ich fand das ganz, ganz toll. Also es war so eine bunte Mischung, wie das Leben eben auch ist. Und das hat mir an diesem Buch so besonders gut gefallen. Es gab auch wunderbare, ja, wie ihr seht, Momente, die ich mir auch markiert habe. Es gibt eine Stuttgart-Reise in diesem Buch, wo Layla durch Stuttgart läuft und mit Fotos die Momente einfängt. Und die fand ich herausragend. Also die hat mir unglaublich gut gefallen. Das war wirklich so, ja, als würde man mitlaufen und man hatte so diese Gefühle von ihr und was sie sieht und man hatte das so bildlich vor sich und ich fand das unglaublich toll. Also der Stil und wie das geschrieben ist, fand ich wirklich toll. Und es gibt dazu auch Songs. Es gibt einen Sänger, ich habe jetzt den Namen natürlich wie immer vergessen, und der eben die Songs, die hier drin stehen, dann eben auch singt. Thomas Pegram. Und nach dem kann man mal auf YouTube suchen, das habe ich nämlich gemacht und habe mir die Songs sozusagen aus diesem Buch angehört und ich fand's toll. Ich finde die Songs wunderschön und ich habe sie jetzt immer mal am PC mir auch angehört, so nebenbei, sage ich mal, ich finde das toll. Also ganz, ganz tolles Buch, tolle Stimmung, ganz viel Gefühl und es ist wirklich ein Buch-Highlight, also ein Lieblingsbuch, zu dem es jetzt im Grunde wird und ich bin sehr gespannt, was der zweite Teil bietet und ja, freue mich da unglaublich drauf. Also es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen bei mir einziehen und dann auch gelesen werden. Vielleicht erwische ich es ja am Pieper Verlag, zum Beispiel bei der Leipziger Buchmesse, sodass man eben das Buch dann wieder mit einem seiner Lieblingsmomente in Verbindung bringt. Also ganz, ganz toll. Liebe Miriam, vielen lieben Dank für dieses Geburtstagsgeschenk. Ich bin echt happy, dass du es mir geschenkt hast und dass es mir dann auch noch so gut gefallen hat. Und ja, super schönes Buch. Absolute Empfehlung, war glaube ich dann mein drittes Monatshighlight im Januar, das ist echter Schlag auf Schlag, ging es im Januar vor sich und ja, so kann es im Grunde ja mit Büchern weitergehen.
Ja, leider nicht ganz, denn das nächste Buch hat mir nur gut gefallen. Es war vielleicht auch schwer, nach so einem wirklich fast perfekten Buch, ja, obwohl es kein Fantasy ist, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, nach so einem sehr gelungenen, tollen Monats-Highlights-Buch jetzt natürlich anzukommen. Und zwar habe ich gelesen Die 13. Fee von Julia Adrian, erschienen im Drachenmond Verlag, habe ich zusammen mit der Miriam gelesen, als E-Book für 3,99. Wir haben uns das zusammen runtergeladen, haben, ich denke, relativ zeitgleich das Lesen angefangen. Ich glaube, ich war ein bisschen eher fertig, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben uns da wunderbar ausgetauscht. Das Buch war in aller Munde bei der lieben Diana und bei der lieben Padi, die es beide wirklich als Buch-Highlights beschrieben haben und uns beide dann damit eigentlich auch ein bisschen neugierig gemacht haben. Und auch ich war dann total neugierig und fand auch schon das Cover wunderbar und bin auch sehr neugierig auf den Drachenmond Verlag. Es müsste mein erstes Buch sozusagen aus dem Verlag auch gewesen sein, wenn man Coherent, was jetzt ja von Laura Newman dahin gewechselt ist, nicht mitrechnet, weil das habe ich ja noch gelesen, als es nicht im Drachenmond Verlag war. Ja, entschuldige, es war jetzt zu viel gesprochen und zu schnell. Wir atmen einmal tief durch. Ja, was? Ja, wenn es mal losgeht bei mir, ne, dann überschlagen sich die Worte. Ja, um was geht es in Die 13. Fee? Man merkt schon am Titel, dass es ja ein bisschen märchenhaft wird, weil es eben mit der 13. Fee zu tun hat. Und wer sich daran erinnert, gab es ja 12 Feen zum Geburtstag von, was, Schneewittchen? Zu wem kamen die Feen? Meine Güte, jetzt bin ich ja raus. Doch, es war, glaube ich, schon Schneewittchen, oder? Ja, ihr wisst es bestimmt besser, könnt ihr gerne die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall kamen da ja, und man hat ja die 13. oder die 13. Fee nicht eingeladen. Und die hat sie doch dann irgendwie mit einem Fluch belegt, oder? War das nicht irgendwie so? Leute, jetzt bin ich hier, dachte immer Märchen sicher, aber es ist schon zu lange her. Ich sollte mal wieder Märchen lesen. Ja, auf jeden Fall, um zum Buch zurückzukommen. Ja, wir haben hier die 13. Fee und wir sind live dabei als Lilith, so heißt sie. Wunderbarer Bezug dann im Grunde auch zur biblischen Geschichte, denn Lilith war ja die erste Frau Adams. Ja, könnt ihr gerne googeln, ist tatsächlich so. Und kennt man ja zum Beispiel auch aus die Chroniken der Unterwelt, da ist ja auch Lilith dabei, aber ich schweife ab. Aber ich finde diese Bezüge einfach sehr, sehr gelungen, überhaupt in diesem Buch gefällt mir das gut. Also auf jeden Fall sind wir dabei, als Lilith aus dem Dornröschenschlaf erwacht und von ihrem Prinzen sozusagen wach geküsst wird. Und es ist aber nicht nur ihr lieblicher Prinz da, sondern auch ein Hexenjäger. Denn die Feen, die 13 sozusagen, es sind zwar für sich selbst stehend Feen, werden aber von außen eben durch ihre Magie betrachtet, als wären sie Hexen. Und der Hexenjäger möchte zusammen mit, oder ja, nimmt Lilith mit auf die Reise, um eben alle Hexen, ihre Schwestern, zu vernichten und am Ende auch sie zu töten. Und das ist natürlich nichts, was Lilith wirklich gut findet, denn sie spürt auch irgendwie, ist ihr die Magie in diesem Dornröschenschlaf abhanden gekommen und sie wird beschrieben als eine Frau mit schwarzen Haaren wie Ebenholz, roten Lippen wie Blut und einer weißen Haut wie Ebenholz? Die Haare schwarz wie? Ja, wie Schnee, die Haut wie Schnee und die Haare wie Ebenholz, so irgendwie was. Gott, ja, man merkt, man ist halt nicht mehr die Jüngste, ne? Wird Zeit, dass da Kinder kommen, denen man jetzt Märchen mal vorlesen kann. Und also auch wieder wunderschöner Bezug so zu Schneewittchen, also ganz, ganz toll. Und ja, beide gehen dann sozusagen, gemeinsam eben auf die Jagd, denn Lilith lüstet es nach Rache, denn sie musste 1000 Jahre schlafen, weil sie die mächtigste Hexe war, der 13. Und eben von ihren Schwestern in diesen Dornröschenschlaf gepackt wurde. Und das findet sie natürlich nicht so toll. Und ihr durstet es nach Rache und Vernichtung der anderen. Und so unterstützt sie unseren Hexenjäger dabei, die Hexen zu vernichten. Eine wunderbare Geschichte. Die Idee hinter der Geschichte finde ich toll. Ich finde diese Verwicklungen mit diesen Märchen, dass wir im Grunde auf Schneewittchen treffen, einen Dornröschenschlaf haben, dass wir auf Meerjungfrauen treffen, auf die Eiskönigin, auf einen Uhrmacher, finde ich wundertoll. Ich fand das sehr genial, die Idee. Was mir leider nicht so gut gefallen hat, war die Schnelligkeit der Geschichte. Es ging unglaublich schnell. Es sind 200 Seiten, die irgendwie ein Highlight nach dem anderen, es ging zack, 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 zack. Man hatte manchmal das Gefühl, man hat irgendwas verpasst und
kam gar nicht so schnell hinterher, um es zu lesen. Und das war irgendwie so, ja, also das war mir persönlich viel, viel, viel zu schnell. Ich brauche auch einfach mal so Inhaltmomente, wo man das auch verarbeiten kann, was man gelesen hat, was dem Protagonisten gerade passiert ist. Und dann hat mir nicht so gut gefallen, dass es da irgendwie eine liebesleidenschaftliche Anziehungskraftgeschichte zwischen dem Hexenjäger und Lilith gab, der Fee. Das war für mich total unlogisch. Also ich, wenn ich weiß, der will mich umbringen und benutzt mich nur als Schutzschild gegen die, die er umbringen will, Leute, dem falle ich doch nicht um den Hals. Also das war etwas für mich, was ich nicht verstanden habe, was ich irgendwie nicht gut fand. Ich weiß nicht, warum man dieses leicht erotische unbedingt einbringen musste. Ist es jetzt einfach drin, weil es halt jetzt so modern ist, dieses Young Adult, oder ich weiß es nicht. Es hat für mich einfach nicht in diese Geschichte gepasst und war für mich total unnötig. Und ich hätte dieses Märchenhafte viel schöner gefunden, dieses Anhimmeln des Prinzen oder des Hexenjägers, wie wir es halt aus Märchen kennen, hätte ich irgendwie viel besser gefunden, als dieses, wir werfen uns gegenseitig ständig an den Hals. Und er erzählt ihr ständig, ich werde dich töten, ich hasse dich und dein Volk und bla. Und sie mag ihn eigentlich auch nicht und trotzdem wird dann geknutscht. Weiß ich nicht. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich meinem Mörder um den Hals fallen würde. Aber das ist vielleicht jedem selbst überlassen. Und das hat halt dann einfach so das Schöne so ein bisschen runtergemacht, wo ich dann dachte, Mensch, so schade. Mir hat das so gut gefallen. Mir hat diese moderne, poetische Sprache so gut gefallen. Ich fand toll, wie das ausgedrückt wurde, dass man sich trotzdem so vorkam, wie versetzt in die Kindheit, wie eben auch die Märchensprache so anders vorkam. Weil sowas gelesen hat man schon lange, lange, lange nicht mehr. So, und dann eben auch in der heutigen Zeit so ein modernes Buch. Und ich fand das unglaublich schade, dass es da irgendwie dann eben gehakt hat. Ich hätte es so gerne geliebt und ja, ich bin da so zwickmühlig veranlagt. Aber ja, mir haben einfach diese Momente nicht so gut gefallen und ja, das ist dann halt echt schade, ne? Also es ist ein gutes Buch, mir gefällt auch wirklich unglaublich die Sprache. Aber es war jetzt nichts, wo ich sage, juhu, Jubelstürme. Was vielleicht einfach auch nach den Lieblingsmomenten sehr schwer war, mich da dann nochmal mehr zu begeistern, als es dieses Buch tat. Und ja, vielleicht zur falschen Zeit gelesen. Ich weiß es nicht. Ja, dennoch ein gutes Buch. Es ist empfehlenswert. Und ich glaube, dass vielleicht, wenn man irgendwie noch ein bisschen jünger ist, es vielleicht einem noch mehr begeistern kann, als es vielleicht mich begeistert hat. Vielleicht bin ich einfach zu alt für so eine Geschichte. Das kann natürlich auch einfach sein. Ich suche das ja immer bei mir und das wäre jetzt so meine Erklärung. Und dann habe ich bei einer Lovely Books Leserunde mitgemacht, denn da wurde ein Buch verlost für die Leserunde, was ich auf meiner Wunschliste für die Neuerscheinungen Februar sowieso auf dem Plan hatte. Und zwar von Caroline Wahl, Die Traumknüpfe, erschienen im Heine Verlag. Und ich lese sehr gerne in Leserunden. Mir macht das immer sehr viel Spaß, mich dann auch auszutauschen nach den Leseabschnitten. Also wundert euch nicht jetzt schon über die pinken Fähnchen hier drin. Das sind keine Stellen, die ich besonders toll finde, sondern das sind einfach die Leseabschnitte, die wonach man dann eben ja in der Leserunde sozusagen seine Meinung gibt. Ich glaube, die erste ist bei ein paar 150. Und ich bin knapp bei Seite 60. Und ich war total begeistert schon von diesem wunderschönen Cover. Und ich bin eben ein Fantasy-Mädchen und das soll ein fantastischer Epos sein um Macht, um Magie. Und es hat mit Jahreszeiten zu tun und ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es geht hier in einer Welt, in der Frühling, Sommer, Herbst und Winter über die Träume mit den Menschen verbunden sind. Liegt das Schicksal der vier Jahreszeitenvölker in den Händen der Traumknüpferin Udina. Doch als Udina, halb Mensch, halb Göttin, erwacht, zerbricht ihr Traum in Abermillionen magische Splitter. Jeder von ihnen verleiht, einmal gefunden, dem Träger unendliche Macht. Eine Macht, die die Welt der vier Jahreszeiten für immer zerstören kann. Und ich bin mega gespannt. Ich liebe Fantasy und ich finde diese Idee mit den Jahreszeiten, dass die verbunden sind mit Träumen und man eine Traumknüpferin hat, finde ich toll. Also ich fand die Idee dahinter sehr, sehr interessant, sehr cool, sehr spannend. Und nach Game of Thrones mögen wir nicht alle Jahreszeiten. Der Winter naht. In dem Fall hoffe ich, dass er nicht naht, obwohl das Bild das ja so ein bisschen vermuten lässt. Aber
Ja, die ersten 60 Seiten, man ist sehr gut reingekommen. Ich fand es sehr angenehm vom Lesestil. Es sind ein wenig viele Personen, die alle merkwürdig heißen. Und das liebe ich ja an Fantasy an sich, dass da so komische Namen verwendet werden wie Udina. Ich finde das sehr schön. Ich finde, es macht Geschichten immer zu etwas Besonderem. Aber man muss sich jetzt natürlich erstmal einfinden, wer ist da wer und auf welcher Seite stehe ich und sonstiges. Es ist, soweit ich weiß, ein Einzelband. Es wird keine Fortsetzung haben, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Es gibt eine wunderschön gestaltete Karte hier drin in der Broschüre, wenn man so möchte. Das Buch kostet 13,99 €, hat, ich glaube, 700 Seiten locker, ja. Und ja, ich bin total gespannt, freue mich drauf, das jetzt in der Leserunde am Wochenende und jetzt unter der Woche dann auch zu lesen. Und ja, bin mega gespannt und freue mich. Mehr dazu dann natürlich nächste Woche, wenn es natürlich dann auch beendet ist. So, dann, was haben wir diese Woche noch? Es kamen ein paar Rezi-Exemplare bei mir an, angefragte, die aber total ins Schwarze treffen und auch angefragte. Eins, was ich angefragt habe, war Zorn und Morgenröte von René Hardy im One-Verlag. Auch ein wunderschönes Cover. Und ich weiß gar nicht, ob ich aus dem One Verlag schon was gelesen habe. Ich glaube, da gab es schon mal Elias und Laia war aus dem One Verlag, genau. Habe ich, glaube ich, hinten geguckt. Ja, ein wunderschönes Cover, ein sehr spannend klingendes Buch. Wir sind hier auch so ein bisschen, soweit ich mich erinnern kann, im Morgenland. Genau, bei Charizard, also es klingt schon sehr nach Tausend eine Nacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es mich so begeistern wird, wie Elias und Laia und da einzutauchen. Das Cover ist einfach geil. Dann ein Buch, das ich nicht angefragt habe und es trotzdem bei mir angekommen ist und ich mich darüber sehr, sehr freue. Und zwar Infernale von Sophie Jordan, was ich ja in meinem Neuzugänge, in meinem Neuerscheinungsvideo oder ja, Buchvorschau sozusagen vorgestellt hatte. Und vielleicht hat der Löwe Verlag da einfach mal einen Blick reingeworfen, hat gesehen, oh, da ist ein Buch von uns drin und hat es mir zugeschickt, weil ich hatte sogar bei dem Buch überlegt, ob das vielleicht mein Audible-Buch jetzt für Februar wird, aber ich habe es jetzt als Buch hier, ich werde mir nicht parallel das Hörbuch holen. Und ja, Sophie Jordan, vielleicht einigen bekannt aus der Firelight-Trilogie, ja, und dementsprechend freue ich mich da sehr, weil mir diese Reihe unglaublich gut gefallen hat. Hier geht es ja um die Gene, also was die Gene einem mitgeben und ob man dem dann, was in einem steckt, eigentlich dann trotzdem entfliehen kann. Und ja, bin ich sehr neugierig und ja. Und dann ein Buch, was mich heute erreicht hat, was ich gar nicht so direkt auf dem Schirm hatte, aber von der Autorin, ich glaube schon beide andere Bücher jeweils gelesen habe. Genau, Wir in drei Worten und Vielleicht mag ich dich morgen von Mairi McFarlane. Und das ist jetzt ihr neues Buch. Es muss wohl an dir liegen, aus dem Knauer Verlag. Ist ja einfach so ein zugesendetes Buch. Da hatte ich schon öfter mal was aus dem Knauer Verlag hier. Und freue mich sehr. Ich habe die anderen beiden Bücher sehr gerne gelesen. Ich weiß, dass ich Vielleicht mag ich dich morgen viel, viel besser fand als Wir in drei Worten. Und jetzt mich einfach auf dieses Buch freuen. Ich mag auch die Cover. Also man sieht hier drin auch die zwei anderen Cover. Ihr werdet es vielleicht nicht so gut erkennen. Aber ich freue mich da sehr. Ich war auch heute total überrascht, als es ja in unserer Ablagestation hinten für die Pakete sozusagen steht und dachte, das ist ja sehr cool. Und hier vorne hat man auch irgendwie Cocktails drin: Emmas Tinder Short, Delias Vintage Traum und der Mairitini. Also sehr, sehr cool gemacht. Und wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, um was es das Buch geht. Wie viele Schmetterlinge passen in einen Bauch? Delia ist sich sicher, Paul ist der Mann ihres Lebens. Doch Paul sieht das ein bisschen anders. Und kurzerhand zieht Delia zu ihrer besten Freundin Emma nach London, wo nicht nur der hartnäckige Adam, sondern plötzlich auch der abgelegte Paul die Schmetterlinge in ihrem Bauch wieder kräftig in Wallung bringt. Und es klingt nach einem sehr lustigen Frauenbuch. Es ist vielleicht jetzt nicht perfekt für für den Februar. Sowas ist für mich immer eher so ein Frühlingsbuch. Vielleicht bleibt es auch einfach bis März liegen. Und ja, freue ich mich drauf, bin ich echt happy und ja, dass man da eben auch mal so bedacht wird, dass einem das Buch sozusagen gefallen könnte und es bei einem ankommt. Ja, hat mich sehr gefreut, auch dass es halt wirklich Bücher sind, die man vielleicht so oder so gelesen hätte. Also vielleicht wäre ich tatsächlich im Februar dann auf Marley McFarlane noch irgendwie draufgestoßen.
Wieso ist das an mir vorbeigegangen? Das ist eigentlich die blödere Frage. Nach all den Vorschauen, die ich mir durchlese, dürfte das eigentlich nicht passieren. Aber gut, was gab es diese Woche noch so ein bisschen? Ich habe Sonntagabend, oder besser gesagt Nacht, den Fehler gemacht. Ja, ich mache Fehler. Und habe auf RTL 2 Game of Thrones Staffel 1 Folge 1 angeguckt. Also scheint wohl so, dass RTL 2 jetzt sich schon vorbereitet auf die sechste Staffel, die ja jetzt irgendwie April, Mai erscheinen wird. Ich glaube, also HBO hat das, glaube ich, jetzt schon für Ende April bestätigt in den USA. Wer weiß, wann es in Deutschland losgeht. Ich hoffe, relativ kurz Zeit dahinter. Ich bin sehr gespannt, weil der Cliffhanger am Ende von Staffel 5 war schon gemein. Und ich kann ja nicht mal die Bücher lesen, weil es gibt das sechste Buch ja noch gar nicht. Blöd gelaufen. Aber okay. Wir müssen also alle warten. Wir wissen alle nicht, ob das vielleicht doch auch noch Taktik war. Kann natürlich auch sein. Aber egal. Und ich dachte mir, ach, so eine Folge, das ist gleich die erste, das geht doch. Ja. Leider, habe ich dann tatsächlich die ganze erste Staffel diese Woche angeguckt. Ja, also es läuft jetzt immer, glaube ich, Sonntagnacht. Ich glaube, es ging letztens um 23:30 los und dann kamen auch, glaube ich, irgendwie gleich 3-4 Folgen. Und glaube, Montagnacht ging es dann irgendwie weiter. Und ich hatte ja, nachdem ich das Buch gelesen habe, auch schon so das Bedürfnis, schaust du dir jetzt die Serie an und vergleichst du auch mal. Und ja, also es ist schon, also man hat manches gar nicht so in Erinnerung. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte ja im Buch bei manchen Charakteren so gedacht, waren die wirklich schon da? Und meine Schwester immer, ja, die hast du nur nicht so viel vollgenommen, weil die da noch nicht wichtig waren. Und das ist tatsächlich so. Also man nimmt die noch gar nicht so für, ach, das ist der, der dann auch wieder auftaucht. Und das ist mir echt aufgefallen, wo ich dachte, okay. Und ich glaube, auch weil man so 5 Staffeln hintereinander gesuchtet hat, ist das alles so in eine Geschichte übergegangen. Und das jetzt so für Buch, für Staffel zu lesen und anzuschauen, ist halt nochmal was anderes. Also ich habe ja auf jeden Fall vor, eigentlich schon so im Februar, im Grunde dann das zweite Buch zu lesen und werde dann wahrscheinlich auch die zweite Staffel so ranhängen. So komme ich zwar nicht ganz bis zur sechsten Staffel im April, Mai, aber ja, das ist nicht weiter schlimm. Also ich möchte unbedingt die Bücher nacheinander sozusagen dann Monat für Monat ziemlich lesen, weil ich echt diese Geschichte liebe und da ganz, ganz tief eintauchen möchte und dann irgendwann natürlich auch diese ganzen Unterschiede feststellen möchte. Aber wer vielleicht von euch jetzt sagt, Mensch, mir fehlt jetzt zum Beispiel die 5. Staffel, da einfach mal auf RTL 2 vorbeischauen. Die müsste dann ja demnächst auch losgehen. Natürlich waren wir jetzt letzte Woche erst bei Staffel 1, also es wird schon noch 2, 3, 4 Wochen da und ich weiß nicht, wie viele Folgen da jetzt wirklich immer dran kamen. Ich habe das jetzt immer morgens geguckt, also ich mache sehr viel morgens im Wohnzimmer, vom Schminken über die Haare föhnen, über hier rumsitzen und aufwachen und Tee trinken und sowas und habe da wirklich, sag mal, so diese 50 Minuten gut Zeit, also die nehme ich mir morgens auch. Und dementsprechend konnte ich das genießen. Und wenn ich da morgens mal nicht ganz so lange Zeit hatte, dann habe ich die eben einfach abends irgendwie so die halbe Stunde irgendwo, wo man dann mal hatte, einfach angeguckt. Deswegen, ja, das ist ein Teufelskreislauf. Aber gut, muss das sein. Und dann, ja, habe ich gestern, also am Freitag, den Trailer zu Ein ganzes halbes Jahr gesehen. Das ist ja die Buchverfilmung von Jojo Moyes ersten Buch. Ein Buch, das ja auch die Leser sehr gespalten hat, ob das Ende nun gut ist oder nicht gut ist. Es gibt manchmal Bücher, da ist man sich definitiv nicht einig über das Ende. Und das Buch gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe das Buch damals als E-Book gelesen, weil ich die Problematik in diesem Buch, die da angesprochen wurde, einfach sehr interessant fand. Es geht ja um einen ziemlich gelähmten, also ich glaube schon ab Brusthöhe gelähmten Mann, der eine neue Pflegerin bekommt und er hat eben seinen Eltern versprochen, dass er ihnen ein ganzes halbes Jahr gibt, um die Entscheidung dann zu treffen, ob er weiterleben möchte, so wie er ist, oder sich eben umbringen möchte, beziehungsweise eben aktive Sterbehilfe entgegennehmen möchte. Also umbringen klingt immer so hart, also er wollte eben dann aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen und sein Leben eben bewusst beenden. Und er hat eben seinen Eltern gesagt, ich gebe euch und mir und uns dieses halbe Jahr, daher auch der Titel. Und seine Eltern versuchen jetzt natürlich, ihn vom Leben zu überzeugen und finden dann eben auf eine junge Frau, die so ein bisschen chaotisch durchs Leben geht
und sie im Grunde jetzt so seine Unterhalterin wird. Und ja, beide erleben da dann eben einfach etwas in diesem halben Jahr und diese Geschichte verfolgen wir. Und ich war damals unglaublich berührt von dieser Geschichte, auch von den Weisheiten, die in der Geschichte steckten. Mir hat es unglaublich gut gefallen und nach dem Trailer gestern habe ich eigentlich schon wieder das Bedürfnis, nochmal das Buch zu lesen. Ich war von dem Trailer hin und weg. Also ich habe beim Trailer geweint. Das ist echt, ich halte mich wirklich langsam für sehr verrückt. Ich fand das wirklich schlimm. So war es damals bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter auch. Und es wird hier auch nicht viel anders. Ja, wer spielt mit? Es wird Sam Cleflin die männliche Hauptrolle spielen, den wir ja aus Panem kennen und Love, Rosie, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, wenn nicht gar der Lieblingsschauspieler schlechthin in der aktuellen Zeit. Ich liebe es, was er in den Augen rüberbringt. Ich mag die Mimik, die Kraft, die er in den Augen hat, die er, wenn man sich die Originalstimme auch einfach mal anhört, also in Originalfassung, die Kraft, die er in der Stimme hat und wie er da spielt. Ich liebe ihn. Also ich finde echt, dass er einer der Top-Jungschauspieler, ich meine, so jung ist er ja auch gar nicht mehr, wirklich ist. Und er hat mich nicht nur als Finnick O'Dea begeistert, sondern wie gesagt auch in Love, Rosie. Und ich meine, jeder wird mein Tribute vom Panem-Video vielleicht gesehen haben, dass er mich da wirklich ins absolute Gefühlschaos gebracht hat. Das ist echt schlimm. Und die weibliche Hauptrolle spielt unsere, Emilia Clarke heißt sie, glaube ich. Sie ist Daenerys Targaryen aus Game of Thrones. Ich weiß gar nicht, ob sie sonst schon groß in Filmen mitgespielt hat. Und da natürlich in Natura mit dunklen Haaren, sehr ungewohnt. Und ich würde auch geil sagen, dass man sie da so auf Anhieb erkennt. Ich finde, diese silbernen Haare aus Game of Thrones machen aus ihr halt wirklich einen ganz anderen Menschen, als so wirklich dann auch das Gesicht in Natura sozusagen mit den dunklen Haaren. Eine tolle Besetzung, wie finde ich. Ich finde es auch beide zueinander irgendwie sehr gut, die Chemie so ein bisschen stimmt. Und ich habe mir den Trailer eigentlich so einfach so angeguckt. Ich habe damit gar nichts gerechnet. Ich hätte es aber besser wissen müssen. Und dann kam ein Lied, das mich, als ich schon das erste Mal gehört habe, unglaublich gepackt hat, von Ed Sheeran, Photograph. Und und dann waren die Bände gebrochen. Ich habe echt geheult. Das ist unglaublich. Und das in dem Trailer. Und jeder, der das Buch kennt, weiß, welche Stellen in dem Buch jetzt in dem Trailer sozusagen beschrieben sind. Und ja, ich weiß noch nicht, ob es wirklich ein Kinofilm für mich ist, weil ich glaube, der da neben mir sitzt, muss da schon viel mitmachen und viel ertragen. Ich werde da wahrscheinlich wieder rumheulen. Ich muss mal gucken, wem ich da ins Kino mitnehme. Es muss jemand sein, der vielleicht auch einfach mal ein bisschen mitheult. Und mich nicht allein heulen lässt und sich dann darüber echauffiert, was ich da rumgeflunscht habe. Weil ich will auch gar nicht anders sein. Ne? Ich finde, so Gefühle sind gar nicht verkehrt. Und Tränen reinigen ja auch die Seele. Von daher ist das immer gar nicht so schlecht. Oder ob es wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter vielleicht ein DVD-Film wird. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, er kommt im Juni, Juli. Ich verlinke euch unten mal den Trailer für alle, die ich jetzt neugierig gemacht habe. Leute, lest das Buch. Also, bevor ihr in den Film geht, lest absolutes Buch. Es war ein wunderbares Buch. Und auch ich überlege, ob ich vorher noch mal das Buch lese oder ob ich nur halb vorbereitet in den Film gehe. Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Auch der Song. Wunder, wunder, wunderschön. Also, ich liebe Ed Sheerans Stimme. Wie es so losging, hat er ja für den zweiten Hobbit-Film, I See Fire, und das war echt der Hammer. Also und seitdem liebe ich Ed Sheeran und seine Lieder und ich mag auch so diesen Sinn hinter Photograph und wunderschön. Ja, das war soweit meine Woche. Wie ihr seht, schlaflos und tränenreich, wenn man es vielleicht so in zwei Sätzen beschreiben möchte. So ist es, ne? So ist das Leben wahrscheinlich einfach. Ja, heute scheint endlich mal wieder die Sonne. Es wird auf jeden Fall ein bisschen rausgegangen. Ich muss noch ein bisschen rumputzen. Aber da möchte ich auf jeden Fall so eine Runde einfach mal spazieren gehen und die Sonne genießen. Ein bisschen Vitamin D, nein, B auf der Haut spüren. Und freue mich da jetzt einfach sehr, sehr drauf. Und ansonsten ist nicht allzu viel geplant, auch einfach mal nichts machen nach dieser schlaflosen Woche. Man spürt einfach auch, die Akkus sind leer und man muss sich ein bisschen auftanken. Und
Ich danke euch, denke ich jetzt einfach schon mal so fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Jeder, der karnevalsbegeistert ist, wünsche ich natürlich einen tollen Rosenmontag und einen tollen Faschingsdienstag. Und ja, seid nicht so traurig am Aschermittwoch, denn dann ist es ja üblicherweise vorbei. Aber nächstes Jahr, oder es geht ja dann am 11.11. dieses Jahr sozusagen wieder los. Allen anderen einfach, ja, ein schönes Wochenende, schöne Tage, eine schöne Woche. Und ja, lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.